Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Es dreht sich heute mal wieder um das Thema Fressnapf-Hundetracker. Viele von euch werden sich wahrscheinlich schon diesen Tracker zugelegt haben und wissen demzufolge auch, was auf der Internetseite von Fressnapf damals oder auch heute drauf stand, und zwar, dass man den Tracker käuflich erwirbt zu diesen Einmalzahlpreis und dann 2 Jahre lang diesen Dienst ohne weitere Zusatzkosten nutzen kann. Was es jetzt nun nach den 2 Jahren kostet, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Nach dem Intro geht es los. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß. Ja, fast 2 Jahre ist es jetzt her, seitdem ich diesen Tracker im Online-Store von Fressnapf käuflich erworben habe. Ich hatte vorher gar keine Erfahrung mit einem GPS-Tracker für Hunde. Mir war nur wichtig, dass wenn wir unseren Hund im Freilauf loslassen von der Leine, dass wir im Notfall immer so dieses sichere Gefühl haben. Wir wissen, auch wenn er außer Sichtreichweite ist, wo er sich befindet. Hat nicht lange gedauert, da bin ich auf den GPS-Tracker von der Firma Fressnapf gestoßen. Obwohl jetzt Martin Rütter, glaube ich, schon damals Videos über dieses Tractive-System gemacht hat, über diesen anderen Tracker. Aber dennoch wollte ich den GPS-Tracker von Fressnapf ausprobieren. Und wie ihr wahrscheinlich schon in meinem Video, was ich letztes Jahr produziert habe, heraushören konntet, war ich jetzt nicht sehr abgeneigt von den Funktionen und wie der Tracker auch funktioniert. Ja, jetzt sind fast 2 Jahre rum und wie es halt zu erwarten war, kam halt jetzt die Aufforderung, dass diese 2 Jahre ablaufen und man sich jetzt dafür entscheiden muss, ob man den Tracker weiter nutzen will oder nicht. Bei den letzten 30 Tagen läuft dann in der App sozusagen ein Countdown drunter, die einzelnen Tage, und man hat die Möglichkeit, sich für ein weiteres Jahr oder schon gleich 2 Jahre zu entscheiden. Und was ich sehr angenehm finde oder was ich sehr angenehm fand, ist, dass sich Fressnapf scheinbar wirklich daran gehalten hat. Und zwar kostet das nächste Abo für ein Jahr unter 10 Euro, wie es halt auch damals auf der Seite drauf stand. Und man kann auch schon gleich 2 Jahre buchen für unter 20 Euro. Ich glaube pro Jahr 9,98 Euro, falls ich jetzt richtig in Erinnerung hatte. Und auf 2 Jahre natürlich dann sind wir bei 19,96 Euro. Das heißt, wenn wir uns das mal runterrechnen, bezahlen wir unter 1 Euro pro Monat, den wir diesen Tracker nutzen können. Und das finde ich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So wie der Tracker hier jetzt ist, habe ich den vor fast 2 Jahren für 39,99 erworben. Dabei waren die 2 Jahre GPS-Track-Funktion mit inkludiert. Mittlerweile ist der Tracker, glaube ich, bei 75 oder 80 Euro, also schon etwas im Preis gestiegen. Aber es sind immer auch die 2 Jahre inkludiert. Und selbst die Folgekosten später für den Tracker sind sehr human gehalten. Ich meine mal, jeder ist dafür bereit, bestimmt unter 1 Euro im Monat auszugeben, um sein Haustier im Notfall tracken zu wollen. Jetzt haben wir den finanziellen Aspekt geklärt, also was jetzt letztendlich es nach den 2 Jahren kostet. Aber euch interessiert bestimmt auch brennend, wie der Tracker jetzt nach 2 Jahren aussieht. Also materialmäßig kann ich euch schon mal sagen, er steht immer noch gut in Form. Er ist weder irgendwo, ich halte es mal in die Kamera, weder irgendwo gebrochen, noch habe ich jetzt das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt aufpassen, dass der Hund jetzt nicht ins Nasse geht oder in den See springen kann, funktioniert weiterhin tadellos alles, also wasserdicht scheint auch noch zu sein. Natürlich ist das Klettband jetzt etwas in Mitleidenschaft gezogen, weil 2 Jahre Benutzung immer am Halsband. Man muss jetzt auch dazu sagen, ich mache den Tracker nicht extra ab, der läuft jeden Tag mit, er ist am Halsband dran. Das heißt, wir nutzen mehr oder weniger die Tractive-Funktion von diesem Tracker, also die nicht die Tractive-Funktion, aber die GPS-Funktion von dem Tracker jeden Tag auch beim normalen Gassigang, wenn der Hund an der Leine ist. Den Akku lade ich so in der Regel, je nachdem wie viel wir gehen, das ist natürlich davon abhängig, wie aktiv man jetzt mit dem Hund unterwegs ist. So alle 6 Tage lade ich schon den Akku auf.
Wir gehen mit unserem Hund so durchschnittlich so 1,5 Stunden am Tag raus, am Wochenende. Wenn wir jetzt ins Umland fahren, da ist dann halt auch mal ein bisschen mehr Action. Da gehen wir doch gerne ins Hundeauslaufgebiet, mal alleine mit einem Gassigang von 1,5 Stunden. Aber in der Regel im Stadtbetrieb hier so 1,5 Stunden am Tag gehen wir halt mit dem Tracker raus. Dafür ist er echt noch gut in Form. Wie gesagt, das Klettband ist jetzt nicht mehr das Neueste, aber es ist ja klar, wenn der Tracker auch ständig benutzt wird. Also mein Resümee nach den 2 Jahren ist, ich bin super zufrieden mit dem Tracker. Ich kann jeden von euch es nur ins Herz legen, falls ihr einen Tracker für euren Hund sucht. Gönnt euch den Fressnapfhunde-Tracker. Ihr habt keine hohen Abogebühren im Monat und wie gesagt, das Material spricht auch für sich und die Funktion hat mich jetzt bis jetzt noch nicht enttäuscht. Das einzigste Manko, was ich nach wie vor sehe, ist, dass gerade bei den Routen jetzt, die wir jetzt hier häuslich hier im Umfeld laufen, manchmal der Tracker nicht sofort einsetzt. Also wir gehen vor die Haustür. Und die ersten 50 Meter oder 100 Meter trackt er meist noch nicht richtig. Aber eigentlich ist ein Hundetracker ja dafür da, dass ihr bei Verlust euren Hundes oder bei dem Verlust eures Hundes ihn wiederfinden könnt. Und diese Funktion war bis jetzt immer gegeben. Das andere mit dem Rumlaufen und Fitness und so weiter, sehe ich eigentlich eher als Benefit an, dass das der Tracker kann und dass man ihn auch rund um die Uhr am Hund dran befestigt haben kann. Dass es halt auch ihr immer ich sag mal, so ein Überblick dafür habt, wie waren eure Gassigänge, wie viele Kilometer beziehungsweise wie lange wart ihr mit dem Hund unterwegs. Und weil die Frage auch schon mal aufgekommen ist, das ein oder andere Mal bei einem anderen YouTube-Video von dem Fressnapf-Hundetracker, wo ich euch den halt komplett vorgestellt habe, das verlinke ich euch übrigens hier oben nochmal, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ihr könnt, wenn ihr jetzt zu zweit seid, euch beide die App runterladen oder auch wenn ihr zu dritt seid, die App runterladen, unter denselben Profildaten anmelden und ihr könnt auch dann alle auf den einen Tracker mit dem Profil zugreifen, ohne dass der andere jetzt wieder bei Fressnapf bei dem Account rausgeschmissen wird. Also habt ihr ein Haustier zu Hause, was ihr tracken möchtet mit einem GPS-Tracker, dann können auch mehrere Leute sich diese App runterladen und auf den Tracker zugreifen, ohne dass es dazu zu Problemen kommt. Ja, das war mein kurzes, schmackhaftes Update nach 2 Jahren Fressnapf-Hundetracker. Und ich hoffe, euch hat das Video geholfen oder es kann euch bei eurer Entscheidung, ob ihr euch vielleicht doch für so einen Tracker entscheidet, weiterhelfen. Falls euch das Video natürlich gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr in Zukunft nicht mehr solche Videos verpassen wollt und auch gerade in der Thematik Tracker von Hunden oder Hundebetten, ich habe ja schon einige Hundevideos hier auf meinem Kanal gemacht, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.